Servus und willkommen zu einem neuen Video. Ich werde euch heute das neue Floodlight Pack von Nike vorstellen und euch jeweils sagen, ob es sich lohnt, den Schuh zu kaufen. Außerdem gibt es von mir zu jedem Modell eine Alternative, die ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet. Viel Spaß beim Video. Wir fangen an mit dem Nike Obra 2. Und zwar auch eine ziemlich coole Farbe geworden aus meiner Sicht. Wir haben hier so ein relativ dunkles Grün, was aber auf dem Spielfeld extrem geil aussieht. Den Schuh haben wir schon über 2 Monate lang jetzt getestet und das ausführliche Review wird dann in den nächsten 2 Wochen folgen. Insgesamt ein sehr guter Schuh, der in Sachen Komfort sich zum Vorgänger nochmal verbessert hat. Hier würde ich aber auch eher zum Nike Opus greifen, denn diesen gibt es bereits für ca. 150 bis 200 Euro. Er ist relativ ähnlich aufgebaut, bis auf hier die obere Socke, und man spart einiges an Geld. Wer aber einen Sockenschuh haben will, da kann sich auf jeden Fall den Nike Magister Obra anschauen. Das nächste Modell, was wir uns unter die Lupe nehmen, ist der Nike Tempo 6. Hier haben wir das coole Stück. Meiner Meinung nach einer der besten Modelle momentan aus dem Nike Pack, auch wenn er von vielen Spielern vielleicht nicht so gemocht wird, weil es eher so ein Mittelfeld- und Abwehrspielerschuh ist. Aber es spricht nichts dagegen, diesen Schuh auch als Stürmer oder Offensivspieler einzusetzen. Die Vorteile liegen bei dem Modell auf jeden Fall im Leder. Es ist sehr bequem, komfortabel und auch nach einer Einspielzeit sehr weich. Eine absolute Empfehlung, bis auf die Haltbarkeit, denn wie alle Ledermodelle hat auch der Nike Tempo das Problem, dass er vor allem hier im Schussbereich gerne aufgeht. Daher sollte man auch schauen, dass man diesen Schuh nicht so oft auf Kunstrasen benutzt, also es ist eher ein Rasenschuh. Und diesen natürlich auch dementsprechend pflegt. Von mir gibt es daher eine klare Empfehlung. Wer weniger Geld hat, dem würde ich zum Tempo Legacy raten. Alternativ ist auch natürlich der Tempo 5, der Vorgänger, momentan auf eBay sehr günstig zu haben. Von daher könnt ihr euch mal anschauen, welche der beiden Schuhe euch besser gefällt. Wir kommen jetzt zum nächsten Modell, und zwar dem Hypervenom Phantom 2. Der Schuh wird unter anderem von Lewandowski und Neymar getragen. Farblich finde ich ihn auf jeden Fall extrem gelungen, also zumindest mal für Leute, die auf auffällige und extravagante Schuhe stehen. Wir haben hier einen ziemlich coolen Farbverlauf vom Lila zum Orange. Das heißt, oder man kann auch sagen, von einer dunklen Farbe eher ins Helle. Sieht ziemlich cool aus und macht natürlich auch einen geilen Eindruck auf dem Platz. Wie ich schon oft gesagt habe, finde ich den Hypervenom 2 ziemlich gut. Er ist einer der besten Sockenschuhe, wenn nicht sogar der beste Sockenschuh von Nike. Auch wenn Nike mit den neuen Modellen wie dem Magister 2 und dem Superfly 5 richtig aufgeholt haben. Trotzdem muss man natürlich auch hier sagen, 300 Euro muss man sich auf jeden Fall gut überlegen, ob man so viel Geld für einen Schuh ausgeben will. Wir haben auch das Takedown-Modell vom Hypervenom Phantom getestet, und zwar den Finish. Und ja, er schneidet auf jeden Fall extrem gut ab, hat ein ähnliches Obermaterial. Und von daher für alle, die weniger Geld haben und trotzdem den Hypervenom spielen wollen, eine extrem gute Empfehlung. Los geht's! We'll be right back.
Und kommen wir nun zum letzten Modell, und zwar dem Superfly 5. Das ist wahrscheinlich der Schuh, der am meisten gehypt wird von den Nike-Jüngern, wie man das so schön sagt. Das liegt vor allem wahrscheinlich daran, dass viele Superstars, unter anderem auch Cristiano Ronaldo, mit dem Schuh spielen. Das ist auch ein Sockenmodell. Kostet auch 300 Euro und sieht folgendermaßen aus. Diesmal etwas dezenter, muss man sagen, aber ja, trotzdem ein cooler Colorway aus meiner Sicht. Jetzt werden viele fragen, lohnt es sich, diesen Schuh für 300 Euro zu kaufen? Ich muss sagen, jein, denn er ist deutlich besser geworden zum Vorgänger, dem Superfly 4. Der hatte noch viele Probleme, unter anderem mit der Ferse, da hatte jeder zweite Spieler irgendwie Blasen und Reibungen. Weiterhin auch mit der Qualität, denn hier das Flyknit-Material ist aufgegangen, der Schuh hat sich sehr schnell abgenutzt. Das ist beim Superfly 5 definitiv überarbeitet worden, komforttechnisch als auch in der Haltbarkeit. Trotzdem bin ich kein Fan vom Superfly 5, denn er ist für das, was er bietet, einfach zu teuer, aus meiner Sicht natürlich. Da gibt es natürlich auch andere Spieler. Ich würde eher zum Vapor 11 greifen, den es ungefähr für die Hälfte gibt oder für 150 bis 200 Euro. Das ist schon mal auf jeden Fall günstiger. Er ist vom Material her ähnlich aufgebaut. Man kann sogar sagen, etwas weicher. Also es ist nicht das gleiche Material wie beim Superfly 5. Trotzdem hat es mir sehr gut gefallen. Natürlich muss man aber auch bedenken, dass er schon mit diesen 300 Euro extrem teuer ist. Wer das Geld hat, kann den ausprobieren. Wer nicht, der soll zum Vapor 11 oder aus meiner Sicht noch günstigeren, aber ähnlich guten Vapor 10 greifen. Wir kommen nun zum Ende des Videos und meine Frage an euch ist wie immer, welcher dieser Schuhe oder welches Modell würdet ihr euch zulegen? Wenn es bei mir jetzt um einen Schuh gehen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich zwischen dem Tiempo 6, der ein guter Allrounder ist und relativ wenig kostet, also im Vergleich zu den anderen Modellen, und dem Vapor 11 entscheiden, also Vapor 11, wenn man jetzt beim Deutschen bleibt. Ja, weil beide Modelle einfach günstiger sind als hier diese hochpreisigen Schuhe von den Profis und trotzdem gute bzw. ausreichende Performance bieten und zum Teil sogar besser abschneiden. Von daher schaut euch auf jeden Fall unsere Tests an, falls ihr noch nicht gemacht habt, zu den einzelnen Modellen. Manche werden noch jetzt kommen, wie den Magista 2 und den Vapor 11. Schreibt unten in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise auch neue Verbesserungsvorschläge, und lasst mich auch natürlich wissen, welches Modell euch am besten gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal. 1, 2, 3, Polizei.